Mensch, nee. Vater weiß doch gar nicht, dass ich heiraten will. Mensch, Lotte. Paul kommt doch heute zum ersten Mal hierher. Vater kennt ihn doch noch ja nicht. Wann wir uns entschlossen haben? Na, gestern? Seit wann wir uns kennen? Na, seit vorgestern. Ja, du, ich bin ja gespannt, wie ihr Vater mir fällt. Du, ich ruf dir nachher noch mal an, ja? Tschüss. Das verdammte Aas funktioniert wieder nicht. Vater, ich will heiraten. Ob das eine kaputte Röhre liegt? Ich will heiraten, Vater. Wenn ganz oben irgendeine dämliche Schwalbe ihr Nest in die Antenne kleistert, kann das hier unten auf die Frequenzen schlagen? Ich will heiraten, Vater! Auf jeden Fall gibt's heute kein Programm. Kein Quiz, kein Krimi, kein Ländermatch. Wem? Wem wat? Wem du heiraten willst, mein ich. Ach, den kennst du nicht. Paul heißt er. Paule. Paule. Hm. Nee, sagt man nicht. Wie sieht er aus? Ja, du wirst ihn gleich kennenlernen. Ah, da ist er schon. Was sind denn das plötzlich hier für Manieren? Der kommt zu uns, ohne dass wir ihn eingeladen haben? Na, ich hab ihn eingeladen. Soll ich aufmachen gehen? Was sonst? Meinst du, ich für den Lakaien engagiere? In Wasser. Blumen? Nee, meine Wäsche. Papa, das ist Paul. Paula, das ist Vater, setzter Paul. Hier, hast du einen Arschmecher? Ja, haben so Feuer, vielleicht gibt ihnen einer eine Zigarette dazu. Spitzelina, die gefällt mir. Kennen Sie den Unterschied zwischen Ihnen und Brasilien? Nee. Von Brasilien kriegen wir einen Kaffee. Möchten Sie einen Kaffee? Na klar, Mensch. Dann fahren Sie nach Brasilien. Der Spitze, gefällt mir. Sag mal, wo hast du denn den aufgejabelt? In Warenhaus. Man kann aber nur beim Jansbillion Schluss verkaufen. Vater! So, und Sie wollen also meine Tochter ehelichen. Ja, wisst ihr überhaupt, ob das zusammenpasst? Zusammenpassen haben wir schon probiert, wa? Und essen können wir in der Werksküche. Paule! Lass mal, Lene, der Spitze, der gefällt mir. Mein Herr, Sie werden begreifen, dass ich als gewissenhafter Vater ein paar diffizile Fragen an ihn zu richten, also stellen muss. Haben Sie eine Wohnung? Ja, Wohnung habe ich, aber Altbau, wa? Der Dach ist so undicht, der redet mir dauernd auf den Kopf. Ja, haben Sie das dem Hauswirt nicht mitgeteilt? Na, ehemal, fünfmal habe ich ihn schon gefragt, wie lange das dauern wird. Und, was hat er so geantwortet? Er hat gesagt, er ist kein Wetterprophet. Paul! Lass mal, Lil, der Spitze, fällt mal. Auto? Ganz kleines. Macht er nicht. Ja, sagen Sie das nicht. Neulich habe ich bei den Zoo geparkt, wa? Da kamen ein paar Kinder und wollten den füttern. Paule! Lass mal, Lene, der Spitzel fällt mal. Aber nur mal zur Hauptsache, ja? Zu's rein Ökumenische. Können Sie überhaupt eine Familie ernähren? Familie? Wer will denn heutzutage noch Kinder?
Ja, ich dachte ja dabei an mir und meine Frau. Vater! Ja, lass mal, Lene, der Spitze. Sag mal, wie heißen Sie eigentlich? Paule! Nee, ich meine so weiter hinten. Malinke. Malinke? Ja, ich weh schon, Sie kennen meinen Ullen. Das gibt's doch nicht. Sie sind der Sohn von meinem besten Intimfeind? Tut mir leid, junger Mann, außer Schluss mit die Kartoffelpuffer, Sie kriegen meine Tochter nicht. Vater! Seitdem die auf der Welt ist, hat sie mal sowieso an keinen einzelnen Tag Freude gemacht. Ja, aber vorher schon, wa? Ich hätte sie sparen können. Das macht nicht. Ich hab hier sowieso in der Nähe zu tun. Hab hier eine Fernsehreparatur. Eine Fernsehreparatur? Was denn, junger Mann? Sie können Fernseher reparieren? Das ist doch das Einzige, was ich kann. Na, dann kriegen Sie natürlich meine Tochter. Fangen Sie gleich an. Ja. Nicht bei ihr, bei einem Fernseher. Nee, lass mal, Vater. Der ist spitze. Der gefällt mir.